Also und einmal. Wo ist es? Bearbeiten. So. Yay! Der Kopfschmuck ist hübsch. Wunderbar. So, was sollten wir denn machen? Ach ja, gut, Zwiesegrund sollten wir jetzt. Aber wir brauchen vorher auch noch Opo-Opos. Und da müssen wir auch nochmal hin. Also, Besuch im Nordwald. Ich weiß, ich könnte mich jetzt hinporten. Aber nein. Einfach nein. Habe ich in der Zeit zum Essen. Blümchen. Okay, Reparatur brauchen wir nicht. Du willst etwas zur... du willst etwas zur Flüstereinstallung bringen? Dann halte dich hinter dem Tor in Richtung Südwesten. Das sieht nach dem Metallbeschlag eines Schokobo-Zomzogs aus. Sag ihn mal Botwin. Botwin kümmert sich um die Schokobos und es kann gut sein, dass er den Metallbeschlag schon verzweifelt sucht. Okay. Da oben ist auf jeden Fall eine Quest. Hier haben wir nämlich auch einiges an Quests. Die müssen wir auch noch alle abarbeiten. Du bist hier, um mir zu helfen, nicht wahr? Nun denn, ich wäre dir dankbar, wenn du einen Auftrag von meiner endlosen Liste übernehmen könntest. Begib dich entlang des Wegs nach, nach Westen und reinige zwei der Wegweiser. Ich schwöre bei Nofika, diese Wegweiser sind wahre Schmutzmagneten. Sprich mit Kudjavana Yotsi mit der Flüstereinstallung, wenn du damit fertig bist. Es wird sie freuen zu hören, dass die Wegweiser wieder sauber sind. Zumindest für eine Weile. Wir haben auch wieder schöne Mokri-Action. Blättert das schön hin und her. Hier sind die Opo-Opos. Mal sehen, wie viel wir heute schaffen. Der Wegweiser. Siegesruhm. Muss ja noch gucken, mit welchem Sammlerberuf ich als erstes anfange. Geh mal von aus, ich mache wieder als erstes den Fischer. Bevor ich mich um die anderen Sachen kümmere. Fertig, da ist noch ein Mückenschwarm.
Da ist noch ein Mückenschwarm. Und wir haben alle Mückenschwärme. Das Schlimmste ist, ich will mich die ganze Zeit auf dem Reittier setzen. Ich habe aber keins. Also haben schon, aber ich darf noch nicht. Schattenmilben. Ich brauche Schattenmilben. Da sind Schattenmilben. Sehr schön. Wie sieht das eigentlich aus? Ich habe ja eine Freundin, einen Freund auf... Ah ja! Man kann tatsächlich... Also man sieht tatsächlich die Freunde so wie vorher auch. Das ist gut. Weil Luna ja auf Light ist. Und ich auf Chaos. Das ist cool. Man sieht dann halt nur die genaueren Infos nicht. Aber scheint ganz zu meiner Liste, das ist gut. Ja, sie ist gut. Hier ist noch ein Wegweiser. Servus. Du hast die Wegweiser gesäubert? Also echt, vielen Dank. Bei all den Arbeiten, die hier anfallen, hatte ich befürchtet, sie würden noch lange Zeit verdreckt bleiben. In dem Zustand scheinen sie eine willkommene Brutstätte für die Kreaturen in der Gegend zu sein. Es scheint dieser Tage immer weniger Bäume zu geben, die Monster für den Nestbau als geeignet betrachten. Bei Reisen entlang des Weges dürfen ziemlich überrascht sein, wenn wir den Monstern gestatten, ihren Nachwuchs bei den Wegweisern schlüpfen zu lassen. Vielleicht hilft ein wenig Hornissentinktur, um die Bestien fernzuhalten. Vielleicht, ja. In Mühlenhain sind Opo-Opos in das Lager von Dameta eingebrochen und haben Muntui-Bohnen geklaut. Normalerweise essen Opo-Opos gar keine Muntui-Bohnen, aber diese Exemplare müssen wohl sehr ausgehungert gewesen sein. Von mir aus könnten die stinkenden Bohnen ruhig gestohlen bleiben, aber die arme Dameta tut mir leid. Würdest du die diebischen Opo-Opos fangen und ihnen die Muntui-Bohnen abnehmen? Angeblich haben sie 6 Bohnensäcke geklaut. Großartig. Dameta hat in Mühlenhain großen Einfluss und es kann nicht schaden, sich gut mit ihr zu stellen. Also sei schön höflich und lass sie ja ausreden. Mühlenhain liegt nördlich von hier. Auf dem Weg dorthin tummeln sich einige Opo-Opos. Mit etwas Glück sind die Diebe dabei. So, jetzt darf ich nochmal Opo-Opos töten. Die Armen haben es heute echt schwer. Die armen kleinen Viecherchen. Ja, du bist es. Die Abenteurerin, von der in letzter Zeit alle reden. Kannst du auch mir einen Gefallen tun? Es geht um einen einfachen Bodengang. Doch er wird dich durch den Wald führen. Und ist deshalb nicht ganz ungefährlich. Für jemanden wie dich wird das sicher trotzdem ein Spaziergang. Der Leinbeutel, den du transportieren sollst, müsste noch auf dem Feld hinter der Stallung liegen. Frag Gillian danach. Sie wird ihn dir zeigen. So viele Quests und so wenig Zeit. Ach verdammt, ohne den Metallbeschlag hält das Soundzeug einfach nicht. Wir passen das Soundzeug speziell auf jeden Schokobo an. Das ist alles Maßarbeit, sage ich dir. Deswegen sind die Ersatzteile nicht so einfach zu beschaffen. Ich bitte, du hast den Metallbeschlag? Das ist ja wunderbar, her damit. Ja, das ist das verlorene Teil. Jetzt passt das Soundzeug wieder wie angegossen und ich kann ohne weitere Verzögerung mit dem Training fortfahren. Vielen Dank. Hier hast du deinen Finderlohn. Da brauche ich alles nicht mehr. Wenn du gerade Zeit hast, könntest du den Wald von ein paar Schattenmilben befreien. Traust du dir zu, 6 von den Biestern zu erledigen?
In letzter Zeit ist es nämlich öfters vorgekommen, dass die jungen Schokobos, die gerade zugeritten werden, vor den Schattenmilben gescheut haben und ihre Reiter abgeworfen haben. Bei Schokobos wirken solche Schreckmomente noch tagelang nach und einige lassen nie wieder einen Reiter in ihre Nähe. Deshalb hoffe ich, dass du uns hilfst, die Störenfriede zu vertreiben. Mal gucken, ich habe ja eh keine Wahl. Wow. Einmal voll auf die Zunge gebissen. Vion schickt dich? Sehr gut. Ich bin froh, dass sie endlich jemanden gefunden hat, der diese Stinkbomben von hier fortschafft. Der Beutel stinkt so gewaltig, dass einem übel wird. Deshalb habe ich ihn da hinten in der Ecke deponiert. Der Leinbeutel muss zu dem Seher Nolanil gebracht werden. Er pflegt den gesegneten Jungbaum, also wirst du ihn dort am ehesten antreffen. Der Heiligbaum liegt mitten im Wald, westlich von hier. Leinbeutel. Und Schattenmilben müssen wir auch nochmal besiegen. Ja, ganz toll. Ja, super. Ja, klar, hier so ein Marienkäfer muss auch noch auf. Hochkommen. Dann gab es einen Schattenmilbe an und plötzlich kommen alles Marienkäfer der Gegend. Ich meine das so gar nicht böse. Hab ich so? Hab ich. Du hast mir etwas mitgebracht. Ah, was für ein Duft. Darauf habe ich schon sehnlichst gewartet. Vielen Dank. Dieser Dung wird unserem jungen Baum gut tun, auf dass er wachsen und gedeihen möge. Schokobodung ist schließlich ein hervorragender Dünger, der nicht umsonst auch beim Anbau von Kieserblättern verwendet wird. Er riecht ein bisschen streng, aber nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch vor den Händen. Keine Sorge, also kehre zur Stellung zurück und richte Vion bitte meinen Dank aus. Ich fühle mich so klein. Nur so. Die kann fliegen, ich will auch. Ja, ich gebe jetzt mal die Quest ab. Nolanil hat sich also zufrieden gezeigt, ja? Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie bitte? Ich hätte dich warnen sollen, dass in dem Beutel Schokobodung steckt? Hatte ich das nicht gesagt? Ach, ich bin in letzter Zeit aber auch zerstreut. Nun ja, vielleicht kann ich dich mit dieser kleinen Belohnung versöhnen. Wow! 10 Tränke. Ist ja der Hammer. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast die Schattenmilben zurück in die Schatten gejagt, wo sie auch hingehören. Wir können uns nun wieder auf die Ausbildung der Schokobos konzentrieren. Unsere gefiederten Lieblinge sind ja so sensibel und schreckhaft, dass es nicht leicht ist, sie an Soldaten und Abenteurer auf ihren Rücken zu gewöhnen. Dank dir werden die meisten Schattenmilben uns nicht mehr dabei stören.
auf dich es Verlass, und wenn es dir recht ist, werde ich dich meinem Bekannten weiterempfehlen. Willkommen zurück, Niklas. Ich habe einen Auftrag für dich. Und zwar möchte ich, dass du Öllöse sammelst. Du findest sie in den Büschen in der Nähe des gesegneten Jungbaums. Du sollst auf der Hut, wenn du das Gestrüpp nach den kleinen Insekten durchstöberst. Sie sind die Lieblingsspeise der Marienkäfer und die könnten etwas dagegen haben, wenn du ihre Speisekammer plünderst. Die Öllöse bringst du dann bitte zu Guitrit, ein Ethards Wachturm. Ich will mich damit bei ihm für den Schutz der Stellung bedanken. Wir sind auch nur für die Drecksarbeit zuständig. So, da ist das Gebüsch. Find's immer witzig, woher wollen die wissen, dass es genau in dem Gebüsch ist? Achso. Wenn sie selber in dem Gebüsch sind, warum machen sie es denn nicht selber? Achso, ich hab gar keine. Das ist das zweite Mal, dass ich dann im Reich hier gesucht habe. Das ist nicht mehr feierlich. Niklas, danke schön für deine 100 Bits. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Oh, danke schön. Lieb von dir. Wir springen wieder durch die Gegend. Ich glaube, ich bin an einem Hochstieg dafür schon vorbeigerannt, ne? Egal. Gehen wir von der anderen Seite. Irgendwo da vorne ist auch noch ein Weg. Jetzt werden noch 200 Kanalpunkte für VIP. Sehr gut, sehr gut. Hart zusammengespart. Wie bitte? Du hast etwas für mich? Ja, Öllöse. Frische Öllöse. Öllöse als Dankeschön von Botwin. Das ist ja klasse. Öllöse sehen zwar etwas eklig aus, aber mich interessieren ihre inneren Werte. Aus ihnen lässt sich ein Öl pressen, das hervorragend zur Waffenpflege geeignet ist. Passenderweise sind unsere Vorräte gerade zur Neige gegangen. Wir können den Nachschub gut gebrauchen. Vielen Dank auch an Botwin. Dann gemacht, Karl. Sehr geil. Ja, dann hast du es ja bald. Dann gehörst du auch bald zu den VIPs. Hast du Mumm in den Knochen? Dann kannst du westlich von hier ein paar Xer erschlagen. Am Ufer des Flusses soll sich ein kleiner Spähtrupp herumtreiben. Dort können sie zwar nicht viel Schaden anrichten, doch südlich davon liegt der gesegnete Jungbaum und die Flusszuheimstellung. Wir wollten ihnen einen heißen Empfang bereiten, bevor sie in der Nähe wichtiger Einrichtungen gelangen. Wenn wir ein Exempel statuieren, werden sich die Xer nicht so schnell wieder blicken lassen. Dafür sollte es genügen, wenn du je zwei Xer Stumpfkrallen, Xer Stutzschwingen und Xer Lahmschnäbel eine blutige Nase verpasst. Ja, du wahrscheinlich noch. Kann durchaus sein. Also bis 0 Uhr streame ich definitiv. Ja. Ja, das ist machbar. Das sollte machbar sein. Ju. Aber, ich mache einfach noch mal eine kurze Pause. Ja. Aber erstmal muss ich Schuhe anziehen. Ich habe nämlich eine halbe Wanderschaft bis da oben erstmal vor mir. Ist auch immer besonders schön, wenn es regnet. Wird dann in den nächsten Tagen lustig. Ju, ich bin gleich wieder da. 2-3 Minütchen. Dann wollte der Hund noch knuddeln und ja. Wenn Tiere knuddeln wollen, dann sagt man nicht nein. Für gewöhnlich. Die süßen kleinen Viecher.
Oh Gott, es ist warm hier unten. So. Ja, ich gut, okay. Ja, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich euch so lange warten lasse. Jo. Noch mehr Opopos töten. Die armen Kleine. Hallo. Guten Abend. Wie geht's? Alles gut bei dir? Bin ich schon gewohnt. Oh, der klingt ja. So, Opopos haben wir. Jetzt kommt die Xal. Ein Salat wird dann. Ein bestimmter Salat oder einfach nur irgendwas Sterngewürfeltes? Der Nudelsalat. Irgendeine besondere Art. Und lass es ja schmecken. Nicht von dir, vom Zuckerkollegen. Ach so. Na dann. Dann ist das in Ordnung. Grüner Salat mit Schinken und Käse. Oh, geil. Das ist echt lecker. Ich habe hier aber auch noch meine Brötchen liegen. Hab ich alle? Ich habe alle. Ich bin so stark, die greifen nicht mal mehr an. Bin 11 Level über denen. Servus. Du hast den X eine gehörige Lektion erteilt. Gut gemacht. Das gibt uns etwas Luft zum Luft zum Atmen. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir unsere Wachen verstärken oder Soldaten abstellen, um die Wälder zu durchkämmen. Darüber muss ich mit Kommandantin Switna beraten. Naja. So. Wie sieht die Playtime aus? 5 Stunden 19. Sehr gut. Davon haben wir 2 Stunden gespielt. 3 Stunden geredet. Na, ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem. Für die Zeit ist das nicht viel. Das war ein Riesenkarfunkel. Niklas macht Party. Hier ist aber ganz schön viel los. So ein Neuling? Immer. Das ist gut. Dein Gesicht kenne ich nicht. Du bist wohl fremd hier, was? Dann lass dir gesagt sein, dass Mühlenhain unter meinem Schutz steht. Und bevor ich dir vertraue, werde ich dich erstmal auf die Probe stellen. Ich will einfach mal sehen, was du so drauf hast. Wenn du dich im Kampf gut schlägst, können wir dich hier gut gebrauchen. In letzter Zeit haben sich die Mücken hier in der Gegend zu einer absoluten Plage entwickelt. Unsere Soldaten sind schon völlig zerstochen. Deine Aufgabe ist es, 6 Mückenschwärme zu vernichten. Dein Schuhkarton 30 mal 50 Zentimeter. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich glaube, Schuhkartons sind unterschiedlich groß. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe niemals einen Schuhkarton ausgemessen. Ich kann es dir nicht sagen, Iron. Vielleicht. Ich habe leider auch gerade keinen zum Nachmessen.
Ich habe einen C&A-Karton. Den kann ich anbieten. Drecksschule. Müsst ihr was basteln? Ja, Schule ist, ja. Das kommt zwar immer drauf an, aber ja. Große Ganzen, ja. Noch nicht. Oh. Es ist aber halt auch immer so, bringt was mit zur Schule, das und das wird benötigt und ja. Mein Sohn muss morgen zum ersten Schultag keine Karton mitbringen. Ja. Weil man sowas dann auch einfach, also gut, ich habe tatsächlich einige Kartons, aber einen Schuhkarton hätte ich jetzt glaube ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich habe noch den Karton von meinem PC. Dieses riesige, so ein riesiger Karton. Ich hatte jetzt 13 Jahre Schule, das reicht. Und mich kriegt doch kein Schwein mehr in die Schule. Ich hatte ja tatsächlich mal überlegt, ob ich nochmal, aber nein. Das ist nicht hier. Ich habe einen Schuhkarton hier liegen. Aber er muss eine bestimmte Größe haben. Oder? Erstmal die Nachbarn fragen. Haben Sie einen Schuhkarton in genau der Größe? Den mache ich mal meist, aber erstmal nicht. Ja. Nee. Hm. Die einzige Schule, die ich nochmal besuchen werde, ist die Fahrschule. Na, war es dann aber auch schon. Und vielleicht die Schule meiner Kinder in Spee. Oh Gott, mir grotzt er jetzt schon vor den Elternabenden. Ich schicke einfach Frisches vor. Der soll sich dann drum kümmern. Den soll er morgen mitnehmen. Wenn nicht passt, bringt er halt Montag einen neuen mit. Ja. Ich stelle mir jetzt gar die Frage, wozu man Schuhkarton braucht. Ich weiß gar nicht. Ich musste mal Klorollen mitbringen. Klorollen musste ich mal mitbringen und was war das andere? Irgendwas musste ich noch mal mitbringen. Nee, komme ich gerade nicht drauf. Irgendwas musste ich noch irgendwann mal mitbringen. Aber ganz viele Klorollen. Die musste ich mir dann immer schon vorher sammeln. Da können sehr lustig sein. Kommt halt nur drauf an, wie viel Promille du vorher schaffst. Genau mein Humor. Ja. Wenn ich mir vorher einen reinkenne, dann wird er bestimmt lustig. Das Schlimmste sind halt immer diese Turbomütter. Oh, und dann die Leute, die alles besser wissen. Einfach Wodkaflasche trinken geht dann schon. Ja. Es gibt da so eine Zauberflasche, die nennt sich Flachmann. Einfach rein und dann immer so. Zumindest für dich. Zumindest der Abend. Ja. Der Tag danach wird nicht so lustig. Der Tag danach ist dann. Es sei denn, man hält sie noch im Grenzen, aber dann wird es wahrscheinlich auch nicht so lustig. Du siehst aus wie eine Abenteurerin. Abenteurer lieben kleine Aufträge, oder? Nein. Nun, ich möchte, dass du in den Wald gehst und einen Leuchtpilz für mich sammelst. Du hast nicht den blassesten Schimmer, was ein Leuchtpilz ist, wie? Das ist eine Pilzart mit einem einzigartigen blau-weißen Glimm. Ein leuchtender Pilz. Ja, ich denke, das trifft die Sache ganz gut. Sie wachsen für gewöhnlich an der Felswand im Südwesten des Friedensgartens. Aber nimm nicht einfach den erstbesten, den du findest. Den strahlendsten, leuchtenden Pilz, den du auftreiben kannst, bitte. Wie bitte? Nun ja, ich würde liebend gerne selbst losziehen und Leuchtpilze pflücken, aber es gibt da ein kleines Problem mit X-Speeren. Nicht sonderlich freundlich, die Jungs. Also los mit dir. Nett. Ja, mach du mal, ne? Ja. Denkt ihr euch auch alle.
wirklich nett. Charmante Menschen hier. Guten Tag. Hast du da etwas für mich? Ja, vielleicht. Oh, meine Montui-Bohnen. Hast du sie den Opo-Opos abgenommen? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, aber mit den Bohnen kann ich doch noch meine leckeren Montui-Milch machen. Da werden sich aber alle hier in Mühlenhain mächtig freuen. Solange ich genug Mikroschublätter zum Würzen habe, wird sich niemand beschweren. Neulich hat mein Sohn doch tatsächlich Montui-Milch getrunken, bevor ich sie mit Mikroschublättern gewürzt hatte. Er müsste es eigentlich besser wissen, aber ein Freund hat ihn herausgefordert. Dann hat er einen ganzen Becher in einem Schluck geleert, dabei nicht einmal das Gesicht verzogen. Oh, er ist ja so stark und tapfer, mein Junge. Aber vielleicht ist mein Geheimrezept ja auch einfach so gut. Alle Nachbarn schwärmen immer, meine Montui-Milch schmecke so unvergleichlich. Blablabla, Schwatz. Plapper. Sülz. Oh je, Mini. Bei der Menge Montui-Milch brauche ich unbedingt mehr Mikroschuhblätter. Ich dachte, das reicht. Sonst schmeckt das einfach nicht. Hier in der Nähe treiben sich eine Mikroschuhs herum. Kannst du mir von ihnen 4 Mikroschuhblätter besorgen? Die brauche ich unbedingt, um meiner berühmten Montui-Milch die richtige Würze zu verleihen. Ohne die Mikroschuhblätter ist sie leider ungenießbar. Wie viele Sätze wollen Sie mit diesem Wort haben? F14? Ja. Na los, beeil dich. Wenn du todest, brennt mir noch die Milch an. Haben die Probleme hier. Unfassbar. Und erstmal wieder alles killen, was uns in den Weg kommt. Gut, dass die Wege nicht weit sind. Wobei, ich frage mich immer, was machen die Leute, wenn wir nicht da sind? Wie kommen sie dann an ihre Sachen? Oder wir haben das vorher gemacht, bevor wir in diese Gegend kamen. Haben sie andere Dumme dann bestochen, dass sie das machen? Frage für einen Freund. Rein Interessen halber. Brauch mehr Mücken. Mücken! Da. Gibt immer einen Arsch zum Bier holen. Tatsächlich. Ich glaube, das Schlimme ist, das trifft ja in der Realität sowieso zu. Bei Volksfesten, ich habe noch nie Bier geholt. Das waren immer die anderen. Wobei, ich gehöre aber auch nicht zu der Fraktion, dass ich frage, kannst du mal, sondern ich warte, bis einfach die nächste Runde kommt. Oder schicke andere Leute mit meinem Geld los. Wenn es heißt, hey, wer will noch? Ich so, ja, hier, aber nimm meinen Zehner mit. Das mache ich tatsächlich. Ich glaube, ich habe echt noch nie. Wie gut. Sehr sozial eingestellt, die Frau. Und ich laufe meist. Bei uns ist es Frisches. Das ist derjenige, der immer läuft. Das Problem ist halt, wir sitzen ja meistens. Und ich bin so faul, dass ich einfach nicht aufstehen will. Ich krieg meinen Arsch einfach nicht hoch. Das ist furchtbar. Das ist echt ganz, ganz furchtbar. Oh, brauche ich nicht mehr? Nee, ich brauche nicht mehr. Sehr gut. Erledigt. Sehr schön. Aber, warte. Der Pilz. Ich habe den Pilz vergessen. Leute, wie kann ich den Pilz vergessen? Der Pilz. Wo ist der Pilz? Da. Und der funkelt doch so schön.
Und trotzdem vergesse ich den blöden Mistpilz. Ich glaube, in meinem Spieltempo, was ich jetzt gerade habe, sind wir in 3 Jahren noch nicht auf dem Stand meines noch Main. Niklas, Glückwunsch! Ich mach das sofort. Warte, ich gehe nur kurz in die Stadt. Dann kriegst du dein VIP. Herzlichen Glückwunsch. Also wirklich, wie ich gesagt hatte. Mein Kerl und ich kommen euch besuchen. Ich und Festchen ticken total aus, während du, mein Kerl, zweifelt an uns. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So wird's laufen. So wird's laufen. Auch mein 18 Jahr. Ah, na, so lange war es ja nicht. So lange war es ja nicht. Hinzufügen. Einfügen. VIP. So. Müsste geklappt haben. Tada! Gefühlt schon. Ja gut, gefühlt ist dann immer... Gefühlt ist immer was anderes. Aber bitte, der erste dein VIP. Willkommen im Kult um Altaria und Festchen. Oh Gott. Oh Gott, ey. Naja. Der Kult wächst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 11 VIPs sind wir. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Und 12. 12 VIPs. Oh, ne? Passt. Passt. So wenig. Ja, das Problem ist, ich kann... Also es gibt nur 20 Plätze, tatsächlich. Oder 15? 15 oder 20 Plätze. Um neue VIP-Plätze freizuschalten. Wo steht das? Wo habe ich's? Achievements. Um freizuschalten brauche ich... Oder haben sie das rausgenommen? Das scheint sogar, als hätten sie es rausgenommen. Früher könnte man das auf jeden Fall noch erhöhen. Oh ja, sie haben es rausgenommen. Weil sonst konnte man, wenn man eine gewisse Anzahl an Chat-Teilnehmern hat, konnte man das dann erhöhen. Dadurch. Das haben sie aber rausgenommen. Mit dem letzten... Mit dem letzten Ding. Schade. Ja, es gibt also nur 20... VIP-Plätze. Oder 15, je nachdem. Schade. Tatsächlich schade. Aber gut. Gut. Ist halt so. Einer bin ich davon. Das stimmt. Das stimmt. Nicht schlecht. Du hast Talent. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Und es würde mich freuen, wenn du für mich arbeiten würdest. Nein, danke. Oh, ich kann sogar was gebrauchen. Kannst du zum Hagebaum gehen und dort nach dem Rechten sehen? Der Hagebaum ist ein heiliger Baum, der seit alters her den Wald beschützt. In letzter Zeit jedoch wurden in seiner Umgebung häufig Xer gesichtet. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie den Hagebaum beschädigten. Der Hagebaum steht südöstlich von hier. Sieh nach, ob er schon beschädigt wurde. Falls du Xer begegnest, dann erteile ihnen eine Lektion. Die Xer sind ein kriegerisches Volk. Bereite dich gut vor und sei auf alles gefasst. Einer von uns, einer von uns, einer von uns. Sollt ihr verdammt sein. Sollt ihr verdammt sein. Und die letzte Melone. Toll. Jetzt müssen wir wieder auf Nahrungssuche gehen.
Habe ich zu viel Ice Age geguckt? Nein. Hast du den Leuchtepilz gefunden? Eventuell habe ich ihn, ja. Ah, schau dir nur diesen Glanz an. Perfekt. Damit werde ich ein wirksames Heilmittel für die Kettenseuche mischen können. Um deine nächste Frage vorwegzunehmen, die Kettenseuche ist eine tödliche Plage, die einst die Huron-Bevölkerung von Redania dezimiert hat. Inzwischen könnten wir jedoch ein Heilmittel brauen, wodurch Infizierte nicht mehr an der Seuche sterben. Daher kann es nicht schaden, einen Vorrat von dieser Medizin anzulegen. Im Gegensatz zu den Stadtbewohnern können wir hier draußen am Mühlenhain nicht immer mit der Hilfe der Druiden rechnen. Noffika sei Dank für wandernde Abenteurer. Ja, die eure Drecksarbeit machen. Das war unser letztes Weibchen. Pirate! Danke für die 100 Bits und die Party, die du hier gerade veranstaltet hast. Iron! Ich kann mir diesen Blick gerade selbst vorstellen. What? Zurück vom Essen! Oh, da bist du ja wieder. Hast du die Mikroschublätter besorgt? Wurde voll gefuttert in den Chat. Juhu! Meine Genmutti heißt Eitaria, sie ist jünger. Ach, lassen wir das. Auch Iron. bin dann auf. Muss ja heute Nacht wieder arbeiten. Alles klar, Niklas. Schön, dass du da warst und nochmal Glückwunsch zum VIP. Und danke nochmal für deine Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Danke werden wir haben. Oh. Mal sehen. Ja, das sind 4. Ah, was für ein wunderbarer Duft. Hoffentlich hast du nicht mehr Mikroschublätter gesammelt, als ich gesagt habe. Der Wald versorgt uns wirklich mit allem. Dafür dürfen wir niemals mehr nehmen, als wir wirklich brauchen. Um nicht zu verschwenden, besorgen wir alle Zutaten immer dann, wenn wir sie brauchen und nur in bescheidenen Mengen. Lass du nicht. Ja. Auch du solltest dich daran halten, um die Gebiete nicht zu verärgern. Mein eigener Sohn ist da manchmal etwas nachlässig. Neulich hat er sich doch tatsächlich mit Freunden eine Schlacht geliefert, bei der sie sich mit Montui-Boden beworfen haben. Da wollte ich ihn natürlich die 7 Höhlen heiß machen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Es sind ja noch Kinder. Ich glaube, er hat schon selbst eingesehen, dass es nicht richtig war. Denn gestern kam er an und hat mir freiwillig beim Kochen geholfen. Ach, er ist ja so ein braver Junge. Du auch. Ich mach sozusagen eure Sinne, wenn ihr zum Bäcker geht. Ach, deswegen schmecken die so gut. Ich werde mal eben meinen Sohn ins Bett werfen. Werf ihn aber nicht zu doll, ne, Iron? Nicht, dass es Beulen gibt. Ich habe immer diese Veranlagung, auf die Leiste zu gehen und aufs Reittier zu drücken. Ich habe aber keins. Das ist jetzt das dritte Mal. Ich sag eins und dreimal waren es. Dreimal wollte ich da jetzt nur drauf drücken. Kann ja los, ohne zu wissen, wohin. Ist der Baum. Die haben aber ganz schön viele heilige Bäume hier, kann das sein? Stimmt's oder habe ich recht? Hm. Und wieder zurück. Weil es so schön ist.